So, damit hallo und herzlich willkommen zu so einem kleinen Infovideo bezüglich des gestrigen Need for Speed Undercover Parts. Da werde ich auch gleich mal direkt ranzoomen hier. Nämlich geht es darum, wir gehen einfach mal ein bisschen näher ran. Ich hatte ja gestern gesagt in dem Part, ja, vielleicht schaffen wir es über 100 Likes zu kriegen. Einfach so als Like-Contest, falls ihr das packt. Und jetzt gucke ich heute Morgen hin, 187 Likes. Das ist wirklich krass, wenn man euch hier in den Arsch tritt, ehrlich gesagt. Nee, weil, ihr könnt es ja anscheinend, also so Likes geben, weil es freut mich auf jeden Fall übelster Sorte, dass so viele Leute da echt meine Videos so aktiv schauen und Likes geben können. Und ich habe ja echt gedacht, ein Video, ja, sagst du mal 100 Likes, schaffst du sowieso nicht. Und Arschlecken schaffst du nicht. Das ist ja fast das Doppelte davon, was ich eigentlich haben wollte. Das ist wirklich krass. Und aus dem Grund, weil heute auch der Chrono und F1 hochkommt, sind schon hochgeladen. Ja, ja, die werden noch freigeschaltet von YouTube erst. Hier, da seht ihr, das ist dieses Freischalten. Da geplant für und geplant für, die werden dann eben freigeschaltet. Da habe ich auch mal in die Beschreibung geschrieben, schaffen wir 100 Likes? Ich werde das jetzt, denke ich, auch erstmal beibehalten, weil, naja, wenn man euch so ein bisschen dazu anspornt, dann tut ihr das ja auch, weil, sagen wir so, die Likes sind für mich kostenloser Support. Also wenn ihr mich, wenn ihr meine Videos liked, YouTube sieht zwar auch, oh, er hat gute Aufrufe, das Video können wir ein bisschen verbreiten. Aber er sieht auch, andere haben auch genauso viele Aufrufe, aber mehr Likes, also verbreiten wir die doch eher. Und wenn ihr mich unterstützt und mir meinen Videos richtig viele Likes gibt, dann werde ich ein riesig großer Let's Player. Und sagen wir mal, wenn er riesig groß wird, das sage ich jetzt einfach mal, ich würde da mehr Geld nicht verdienen. Ich könnte mir viel mehr Games, besseres Equipment kaufen. Und ich wollte eh vielleicht irgendwann mal richtige Real-Life-Videos machen, also mit der richtigen Cam. Ja, natürlich fehlt das Geld dazu, das ist natürlich auch so eine Sache. Auf jeden Fall immer fleißig Likes geben, ist ja richtig geil. Ich werde es jetzt erstmal bei den nächsten Videos in der Beschreibung lassen mit den 100 Likes. Vielleicht wird es ja da auch möglich sein. Es wäre auf jeden Fall richtig fett und geil von euch. Ich bin AppN5, bin raus, bin stolz auf euch bei dem letzten Video und ja, haut rein.